Excalibur. Und mein Mogelbeam. Sehr schön. Da ist nochmal Platz für Labras dann drinne. Wunderbar. So, es müsste Freitag sein. Das heißt, freitags taucht es auf. 16 Uhr bei mir. Obwohl Sonntag ist heute. Ich bin schreuert. Da gehen wir auch noch rein. Okay, auf den Weg zu Labrasi. Schauen wir mal, wo ist er denn? Ich glaube, die Richtung. Dann kommen wir hier rüber. Sehr schön. Das konnte ich ja vorher nicht. Das sind jetzt Trainer, die interessieren mich überhaupt nicht. Wir sind halt da. Sag ich halt, hallo, wie geht's dir denn so? Hm? Oh ja, wie ich ja Glück. Ja, Labras ist hier. Doppelschütze, hurra! Möchtest du den Surfer einsetzen? Ja, ich würde so ganz gern. Bitte setz mal Surfer ein. Wir schauen uns noch mal ganz kurz auch nochmal um. Hier gibt es nämlich auch Items, die wir so brauchen können. Ich mache die Trainer wahrscheinlich, um noch einen Trainer Rot zu besiegen dann, also als Trainingsmöglichkeit darum. Mache ich die jetzt überhaupt nicht. Die interessieren mich jetzt gar nicht. Der ist lustig. Da stehe ich so Tag ein und Tag aus. Und diese Eve, die geht mal an mir vorbei einfach und Pech. Einfach Pech. Weißt du? Hast du Pech? Ich glaube, wir müssen eh mal ein paar Mal kämpfen. Wir kommen nicht so dran vorbei. Nicht kämpfen zu können und zu dürfen, aber mal gucken. Ah, doch. Haben wir geschafft, ne? Und hier drin müsste es sein. Uhrzeit ist egal, glaube ich, oder? Da ist es doch. Da schau her. Süß, wie schwimmt. Hm? Und Luffy Evolution 666 hat gesagt, dieses Pokémon kommt jeden Freitag, taucht es auf. Ja, dann ist es beruhigend, weil dann müssen wir nicht direkt speichern. Und fangen wir dich ein. Labras! Hi, Kleine! Hm? Level 20, die Gute. Und das kriegen wir hin. Mit Druckschlag am besten. Dann können wir bis zu 1 KP schwächen. Das müsste ja jetzt eigentlich wunderbar gehen. Und dann holen wir dich dann mal da raus. Schauen wir mal, vielleicht passt es ja dann schon. Wir könnten es auch noch paralysieren oder so. Mal gucken. Oh, schaut. Body Slam. Slam, Slam. Gut, tut mir herzlich jetzt nicht so weh. Wir versuchen es jetzt einfach weiter. Wir haben noch genügend Bälle. Level 20 müsste drin sein. Echt? Wirklich? Immer so am Schluss? Soll ich befreien so? Bist du nicht mein Team? Nein? Schade, schade, schade. Obwohl Labras echt ein tolles Pokémon ist. Auch Eis und Wasser und so. Kann auch unheimlich viele Attacken erlernen. Also Labras ist echt schön. Also gehört auch uns und somit habe ich das hier auch erfüllt. So langsam. Transport. Dieses gutmütige Pokémon nimmt gerne Menschen mit und ist somit ein komfortables Fortbewegungsmittel. Mhm. Haben wir eigentlich Frost schon? Ich glaube, Frost haben wir schon mal genommen. Wir gehen da fast die Namen aus. Wir nennen aber trotzdem nochmal Frost. Frost. Und T. Frost. Jo. Also, das wurde euch gezeigt. Jo, dann bleiben uns ja eigentlich noch... Ja, soweit die Ruinen. Da wollte ich euch auch noch was zeigen. Aber wir erkunden noch mal die Höhlen hier. Weil wir müssen ja eh dort sein, irgendwie. Diesen Höhlen, Höhlen. Wunderbar. Meine Liste hier weggelegt. Kurz. Damit alles klar ist. Und da oben gibt es nämlich auch noch was.
So ein bisschen Sightseeing-Tour. Den haben wir ja damals schon geschlagen. So, hier gibt es noch Items, glaube ich. Thema 39, was war denn das gewesen? Das hätten wir ja eigentlich nehmen können schon vor urigen Zeiten her. 39. Kann man auslassen, ganz am Anfang. Oh, Sternschauer, nicht schlecht. Okay. Und da gibt es auch noch was. X-Abwehr, okay. X-Abwehr. Schutz wirkt nicht mehr. Ich glaube, wir kommen zu einer weiteren Steintafel. Morlord. Also, dass wir verrücken können. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt da ein spezielles Pokémon. Das ich jetzt nicht wahrscheinlich dabei habe oder sonst irgendwie. Ja, den können wir sowieso besiegen. Das macht nichts. Mal so einen kleinen Kampf zwischendurch. Ich habe euch den Duellturm gezeigt. Wir haben so viele Kämpfe bestritten. Wir müssen uns jetzt nicht mehr hier nochmal aufhalten. Das verlangt auch keiner und will auch keiner. Das Pokémon ist jetzt ein bisschen schlecht dafür. Aber es macht nichts. Unsere Birne ist genauso felsenhart und fest wie Panzer oder sowas. Setzt Macholo ein. Ja, dann bleiben wir doch dabei. Das passt doch wunderbar. Dann nehmen wir noch einfach nur einen Flügelschlag her. Und somit ist auch dieser Trainer besiegt. Tja, so ist das Leben. Ich habe jetzt für mich selbst trainiert, das wollte ich noch sagen. Ich habe ein Griffel gesehen und ein Lashoking gesehen. Das habt ihr jetzt so im Let's Play nicht gesehen. Aber ich zeige euch sowieso den Pokédex nochmal gern. Oh. Ah ja, hier glaube ich, oder? Nein, hier komme ich raus. Oder? Ich überlege jetzt gerade nochmal. Ich glaube, hier sind zwei Ruinen. Gleich zwei Ruinen in einem. Ich habe euch ja schon zwei gezeigt. Aber mit dem anderen habe ich noch nicht das richtige Pokémon bei gehabt. So war das auch. Dann machen wir den noch mal schnell fertig. Dann machen wir den manchmal auch mal schnell fertig. Ne? Dann machen wir den noch mal schnell fertig, weil bei mir ist das Kurzzeitgedächtnis einfach aktiv. Dann machen wir den halt schnell mal fertig. Level 60. Weil der stört uns dann so. Weil der dreht sich dann im richtigen Moment und dann, ja, müssen wir eh den bekämpfen und, mein Gott, machen wir einfach fertig. Sudle, weißt du, was ich jetzt mach? Weißt du, was ich jetzt mach? Ha? Aurastrahl mach ich jetzt. Oh, da wird's mir ja eiskalt. Bin doch Stein. Mag's nicht eiskalt, ich mach's heiß. Ja, Pech gehabt, hm? Die EP sind ja putzig. Kleinstein. Ich habe starke Mega-Pu-Muskeln. Mega-Mega-Muskeln und so. Mal schauen, wie viele Parts jetzt da rauskommen und dann ist es vorbei. Macht mal nur noch Trainer Rot. Auf den freue ich mich jetzt dann. Und da muss ich noch ein bisschen trainieren. Also das ist jetzt die letzte große Aufnahmesession. Denn die nächste ist nur Trainer Rot und dann ist vorbei. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt halt bis zu diesem Part jetzt, wie ihr das jetzt seht, ganz viel Spaß. Und ich konnte euch auch noch was zeigen, was lernen, euch unterhalten. Jetzt kann ich euch wirklich halt so ein bisschen verabschieden jetzt. Ich habe wirklich viel gezeigt in diesem Let's Play. Auch sehr viel Gütigkeit gezeigt und auch viel Rage Mode. Dieses Ratzfratz zum Beispiel. Aber wir gehen einfach. Ja. Wir müssen gegen den kämpfen. Ich glaube, der hat dieses Farbigel. Hat er das? Nein, der hat Xartu, hat er. Ja, eines nur. Gott sei Dank. Nein, hat er nicht. Okay, ich dachte, er hat nur so Xartu. Ne, ist ja nicht so wichtig. Okay, dann wirst du jetzt sterben, indem du ertrinkst. Oh nein! Mein kleines Giraffe Rick!
Lionel. Es wurde besiegt. Und ich bin mega glücklich. Und dieses Farbigel ist hier drin irgendwo? Ja. Okay, hier ist nochmal so eine Steinplatte. Und was ist hier? Es ist ein Muster. Ho-oh. Ho-oh wäre hier. Hier müssten wir mit Ho-oh reingehen. Haben wir natürlich jetzt nicht da, gerade im Moment. Schauen wir mal, ob das Pokémon kommt. Und das andere muss, glaube ich, Flug einsetzen. Da ist es schon. Das, ich wollte es euch nur einfach mal zeigen, kurz. Für den Pokédex-Eintrag. Gut. Da bräuchten wir jetzt Ho-Oh. Dann schalten wir auch ein bisschen was frei. Also, ja. Eine Mauer geht runter und dann können wir rein. Und dann gibt es noch ein paar Leckerlis, sozusagen. Ein paar Leckerlis. Und ja, und dann nochmal so eine Schrift, ja, und sagt, hallo Eve, wie geht's dir? Von den Inkognitos halt einfach. Und nur, mehr ist da auch schon wieder nett. Genau. Blitz haben wir jetzt, glaube ich, nicht dabei, weil sonst hätten wir gleich die andere Höhle mitmachen können. Nope. Aber hier können wir auch, glaube ich, Flug einsetzen. Es ist ein Muster, das heißt Wasser, okay. Das ist dann Wasser. Okay, wir brauchen Wasser. Da müssten wir so ein Getränk mitnehmen. Haben wir nicht dabei? Gerade im Moment. Und die andere Höhle. War das nicht Flug? Ne, Flug haben wir schon eingesetzt. So war das. Und hier brauchen wir Blitz. Ups. Blitz. Genau, das wäre Blitz gewesen. Alles klar, also nehmen wir nochmal Blitz mit, damit ich euch das halt einfach zeige. Nach Viola City. Nach Viola City. Und holen uns nochmal, also Togepi zurück. Angler, was willst du? Was hast du zu sagen? Kannst jetzt reden, ja? Ich hab Zeit. Ich habe beim Angeln ein Item gefunden. Komm hierher, Route 44. Der Alfred, ja, das schauen wir uns dann an. Und dann beschließe ich dann die Runde hier. Okay. Wir legen unser Siffy ab. Hey, Siffy! Und nehmen wieder unser Togepi mit. Togepi, ist so toll. Ich mag es voll. Hat mir so gut geholfen, den ganzen fast 80, 80 sage ich. 60 Parts sind es ja geworden, fast. Oder sind es vielleicht sogar auch. Könnte ja sein, dass das 60 Parts werden. Das, nicht schlecht, oder? Finde ich cool. Das erste Gegenstück bei Let's Play hat jetzt, glaube ich, so 44 Parts dann am Ende. Okay, hier ist also Blitz vonnöten. Also habe ich jetzt die Hälfte so gezeigt. Jetzt, ich glaube, wir müssen dran stehen. Oder auch nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal ran. Dann gehe ich mit meinem Pokémon dahin. Setz Blitz ein. Jetzt macht's blum blum blum. Bam bam bam. Bing bing bing. Und dann geht ja die Tür auf hier. Ich glaube, das gibt's in der silbernen und in der goldenen Edition nicht. Das gibt's, glaube ich, nur hier. Die Goldbeere, ne? Das sind so Items, die keiner mehr braucht. Mondstein. Okay, ja, gern. Merci, danke. Kraftwurzel. Ja, zeige ich euch, was das so alles ist. Und Heilpuder. Das wäre es im anderen Raum auch gewesen. Genau das gleiche. Also, was haben wir denn? Wir haben das Heilpuder. Heilt alle Statusprobleme. Nicht schlecht, ne? Das Bitter mögen die Pokémon nicht so gern. Füllt KP auf und 20 Bitter ist, mögen sie auch nicht. Und die Goldbeere. Ja, 30 KP Heilung ist eigentlich wurscht. Dann falle ich hier durch. Und den Text kenne ich nicht mehr so gut. Aber das heißt, wir bauen. Ups, ja. Wir bauen für. Für. Vor. Wir bauen vor der Türe eine. Pokémon-Statue. Ah ja, genau. Wir bauen vor der Türe eine Pokémon-Statue. Das steht hier.
Und dann fallen wir hier rein. Da hat sich natürlich jetzt nichts geändert. Und in den anderen zwei gibt es dann halt auch solche Räume. Jo, und wer? Interessantes gibt es jetzt hier zu dem hier auch nicht zu sagen. Ich könnte die anderen zwei auch noch machen. Indem ich Ho-Oh mitnehme. Ach komm. Wir machen diese Rätsel auch gleich mit. Die Steintafel verschieben tun wir jetzt allerdings nicht. Will ich nicht. Brauchen wir auch nicht. Wer will das denn schon hören und sehen? Das hat mein Kollege ja schon gemacht. Wasser. Ich glaube, das war's. Mit dem Wasser. Shit. Wasser müsste ganz normales Wasser sein. Natürlich, ganz normales Wasser. Ich meine, es ist Trinkwasser. Einfach gutes Trinkwasser. Und davon habe ich doch eins. Aufnahme Wasser. Oder ein Wasserstein? Tafelwasser. Ich glaube, es war Wasserstein. Kann das sein? Wir haben keinen Wasserstein. Schau mal, vielleicht hat der Angler das für uns. War das der jetzt, der unten? Nein, das war der hier. Der Angler hier. Schau mal, vielleicht war das auch ein Wasserstein. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wenn es das so ist, dann bringt mir das Trinkwasser nichts. Aber der hat ja Items für uns. Der hat ja auch irgendwas. Weil er ja ein Angler ist. Schauen wir mal. Ah, da bist du ja. Hier habe ich was für dich. Okay, den Superball. Na, schade. Den können wir eh beide nicht machen. Aber jetzt, wenn ich schon mal Ho-Oh bei habe. Oh, du hast aber gutes KP hier. Mhm. Dann müssen wir halt nochmal zurück. Und das machen wir halt nochmal mit dem Ho-Oh. Dann ist alles Budde. Und nochmal, wunderschön machen wir den Beleber, den Topschutz. Jetzt verbrauchen wir voll den Topschutz jetzt. Ja, yeah. Das macht mich geil. Ah, oh, Topschutz verbrauchen, ja. Yeah. Kann nur ich. Ja. Wir haben nur noch eines. Und dann ist alles gut. Hui, Wasserspaß. Mit dem lieben Gronik. Ja. Wir waren hier oben. Gell? Das mit Ho-Oh war hier. Ich glaube, Ho-Oh an erste Stelle gesetzt. Jetzt müsste es gleich krachen. Jo. Wieder das Geheimnis gelüftet. Und dann können wir das gleiche nochmal mitnehmen. Goldbeere, das ist nicht schlimm, wenn wir das mitnehmen. Also ich bin immer gespannt auf den Text. Ah, da ist eine Rätselbeere dabei mal. Okay, das hat sich verändert. Oh, da war immer eine Holzkohle drin, okay. Und Vitalgrad, ah. Status, das ist nicht so wichtig. Okay, jetzt ist schon ein bisschen mehr Text hier. Menzen, schauen wir mal, gehen wir noch weiter. Die Wissen, glaube ich, das ist ein Wissen. Ah ja. Die Menschen wissen. Die Menschen müssen lernen, müssen lernen, mit ihnen zu harmonieren
Wir gehen. Wir oder wir geben. Wir, nee, wir gehen. Ihretwegen. Das klingt blöd jetzt, was ich mal sage. Hinfort. Wir gehen hinfort. Die Menschen müssen lernen, ihren irgendwas mit T. It. Rit. Aha. Das ist kein Z. Das weiß ich jetzt irgendwie nicht. Das kriege ich jetzt nicht hin. Das wisst ihr vielleicht. Vielleicht schreibt das unter dem Video einen Kommentar. Irgendwas ein H. Ritt mit ihnen zu harmonieren. Wir gehen ihretwegen hinfort. Also Menschen müssen irgendwie harmonieren mit irgendetwas, sonst gehen wir weg. Oder so. Das war der andere Spruch. Jo. Na dann. Ein bisschen schwieriger Text. Okay, ja, das war's ja dann. Oh. Das war's. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt mit meinem Team mache. Ich könnte noch ein Feuer-Pokémon gut brauchen. Also nix. Ich kann Excalibur raushauen. Ich könnte Ash raushauen. Wahrscheinlich tue ich es doch. Dass ich Ash raustue. Weil vom Level her sind die beiden eigentlich fast gleich jetzt. Aber ich habe halt Ash mein ganzes Let's Play bestritten, aber ich könnte nix raushauen. Und dann könnte ich Lugia auch noch mit reinnehmen. Dann hätte ich nämlich auch noch ein Psycho-Pokémon, wisst ihr? Und das wäre nicht schlecht. Zumindest hätte ich dann drei Legis dabei und drei normalen Pokémon, die auch gut kämpfen können. Und ich möchte so ungefähr bis Level 65 trainieren, noch ein bisschen vielleicht drüber. Schade, dass die Legis echt jetzt nicht Level 70 hatten. Ich habe echt gedacht, die haben dann Level 70. Aber das haben die in der silbernen Edition und in der goldenen Edition wohl Level 70 oder einer zumindest davon. Okay, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Beim nächsten Mal das Finale. Denkt daran, eure Ohren schön auszuputzen, denn es war wieder schmutzig. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bye. Huhu. Chronic out.